so um ihn gekämpft und ich liebe ihn. Ich würde das auch gar nicht schaffen ohne ihn. Ist Ihnen denn nicht klar, was das für Konsequenzen haben kann? Nicht für Sie beide, aber für das Kind. Wenn das Kind einfach nie erfährt, wer sein leiblicher Vater ist. Lassen Sie es einen dummen Zufall sein. Oder Sie beide trennen sich. Nicht jetzt, aber vielleicht in ein paar Jahren. Was dann? Sie wissen doch, wie es mit Kim war. Ich hatte auch geglaubt, ich könnte ihr und allen anderen die Wahrheit ersparen. Naja, Kim hat sich, ohne es zu wissen, in ihren eigenen Vater verknallt. Das ist ja jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, oder? Wissen Sie, was Sie beide da von mir verlangen? Dana und Hagen wünschen sich so sehr ein eigenes Kind. Ich weiß nicht, ob Dana so glücklich wäre, wenn sie wüsste, dass ich von Hagen schwanger bin. Bitte geben Sie uns eine Chance. Ich gebe Ihnen die Chance, erstmal selbst mit den beiden zu sprechen. Deshalb werde ich nichts sagen. Schieben Sie es nicht zu lange auf. Die Wahrheit kommt manchmal schneller ans Licht, als man denkt. Wenn nicht durch mich, dann durch jemand anderen. Noch? Ein paar Schreiben an potenzielle Interessenten für die Van Gogh-Reihe. Irgendwas Neues von Ludwig? Nein. Er hat sich nicht gemeldet und ich telefoniere ihm auch nicht hinterher. Ich wollte dir auch nur sagen, dass wir alle sehr großen Respekt davor haben, was du hier leistest. Dass wir es aber auch sehr gut verstehen könnten, wenn du vielleicht mal eine Auszeit... Ach, Sebastian, das ist sehr gut, dass du da bist. Ich wollte ohnehin mit dir über die Maßnahmen zur Sanierung der Landsteinbank sprechen. Ach, du... Ja, gut. Es ist ja schwierig, den Erlös aus der Auktion vorherzusagen. Aber Helena rechnet mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Ich habe da schon mal eine Tabelle gemacht. Ich meine... Der erste und wichtigste Schritt ist natürlich die Konsolidierung. Aber wir müssen ja auch andere Maßnahmen ergreifen. Ach, wo habe ich die denn? Ah, da ist er. Oh, entschuldige. Beruhigungstabletten. Sind das deine? Wenn es dir nicht gut geht. Es geht mir gut. Ich brauche nur einen kleinen Kopf. Deshalb schleppst du gleich das ganze Döschen mit dir rum? Mein Gott, jetzt dramatisiert das doch nicht so. Es ist gerade nicht leicht, wenn ich dich daran erinnern darf. Die Landsteinbank steckt in einer schweren Krise, die ganze Firma ist in Gefahr und mir hat Ludwig die Verantwortung übertragen. Das kann er aber nicht von dir verlangen. Er verlangt das ja auch nicht. Ich will das. Aber dazu brauche ich eben meine ganze Konzentration. Und du glaubst, Medikamente helfen dir dabei? Ich danke für deine Sorge, aber sie ist nicht nötig. Elisabeth, kann ich dir irgendwas abnehmen? Nein, nein,
das ist nicht nötig. Ich schaff das schon. Du weißt, jeder könnte sehr gut verstehen. Das ist genug, Sebastian. Lass mich einfach weiterarbeiten und dann ruhe ich mich aus. Es ist versprochen. Na dann. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Ach, Sebastian. Ich möchte dich bitten, dass das Ganze unter uns bleibt. Würdest du unbedingt wissen wollen, wer dein richtiger Vater ist? Daniel wäre ein toller Papa. Der würde dir bestimmt immer Eiscreme kaufen. Und wenn du dann Bauchschmerzen kriegst, würde er dich wieder gesund machen. Weg der Liebe? Es geht um spirituelle Liebe, um ein großes Herz und tieferes Verständnis für die wahren Dinge des Lebens. Wenn ich nicht weiß, was das Richtige ist. That's what I told you. Exactly. Please do that. Bye. Gott, dieser Idiot von Geschäftsführer ruft hier mitten in der Nacht an. Oh, Entschuldigung, ich habe die Zeitverschiebung vergessen. Wenn ich nicht sowieso hätte aufstehen müssen, um Emma ein Fläschchen zu machen, dann würde ich den jetzt feuern. Sollte ich vielleicht sowieso tun. Dieser Typ schafft es nicht, sich die einfachsten Termine zu merken. Könnte also sein, dass ich in den nächsten Tagen nach New York fliege und in der Niederlassung mal ein bisschen aufräume. Ich sag das übrigens nicht, weil ich so gern mit dir plauder, sondern weil du gerade den Vorsitz der Firma hast und das New York mit einschließt. Tun Sie das. Die Geschäftsführung entlassen? Bitte? Alles in Ordnung? Wo bleibt denn das Fläschchen? Emma brüllt das halbe Schloss zusammen. Geht nicht schneller. Also, ich habe für meiner Tochter immer so ein bisschen Nelkenöl aufs Zahnfleisch gegeben, wenn sie gezahnt hat. Emma zahnt aber nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Was ist mit Elisabeth los? Nimmt die Drogen? Sebastian? Hey. Sag mir, was los ist. Gedanken lesen kann ich noch nicht. Sie ist... Ja, sie nimmt was ein. Beruhigungstabletten. Was, Elisabeth? Aber sie hat mir versprochen, dass das eine einmalige Aktion war. Von wegen, wenn jemand wie Elisabeth so tief in die Pillendose greift, dann hat das ja wohl einen handfesten Grund. Vermutlich steckt sie die ganze Geschichte mit Ludwig schlechter weg, als wir dachten. Keine Wunder. Ansgar versenkt die Bank und der Alte, der entdeckt an der Copacabana den zweiten Frühling, macht ein paar Chicas klar. Ja. Ach, ist doch wahr. Was macht die Interimsvorsitzende? Die hat nichts Besseres zu tun, als sich einen Trip zu schmeißen. Ich sag dir mal was, wir haben ein gottverdammtes Problem. Ah, mein Gott, ihr seht ja noch dämlicher aus als sonst. Pass mal auf, du Kasper, ich habe gerade da oben eine schöne Oper gehört und eure Tochter schreit asynchron zu Verdi. Vielleicht könnt ihr eure Pyjama-Party ja mal für einen Moment unterbrechen. Emma! So, Garn hat sie wahrscheinlich von dir. Es könnte so schön sein, wenn die Mittelschicht nicht wäre.
Marlene? Marlene. Guten Morgen, Rebecca. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof. Ich habe dir ein Kleid rausgesucht. Musst du nicht anziehen, aber ich mag es so an dir. Jedenfalls, wenn du fertig bist, dann komm bitte nach. Ich warte dort auf dich. Kuss, Marlene. Guten Morgen. Morgen. Ist was passiert? Wie hast du geschlafen? Gut, danke. Hast du irgendetwas eingenommen? Ich dachte, das Thema wäre erledigt. Herrgott, natürlich habe ich Tanja davon erzählt. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich dich gebeten habe, dass das unter uns bleibt. Du kannst ja wohl nicht von meinem Mann verlangen, dass er sowas von mir geheim hält. Wir machen uns Sorgen. Ihr. Ich sehe genau zwei Optionen. Entweder du stopfst dich so mit Beruhigungspillen voll, dass du bei der nächsten Gremiumssitzung kleine Papierblümchen faltest, oder du fällst mit dem Nervenzusammenbruch vom Stuhl. Du stehst einfach unter enormem Druck. Ja, und ich fände es besser, wenn du den Vorsitz abgibst. Sebastian kann das übernehmen, bis die Sache mit Ludwig geklärt ist. Ach, was denkt ihr eigentlich von mir? Dass ich die art betrogene Ehefrau bin, die vor Selbstmitleid zerfließt? Und vor der Verantwortung davonrennt? Nein. Ich habe versprochen, Verantwortung für diese Familie zu übernehmen. Und ich bin, darf ich mal, sehr wohl in der Lage dazu. Stehe mich doch nicht einfach davon und überlasse das alles hier sich selbst. Das ist ja toll gelaufen. Warum wohl? Gut, Frau Franke. Ich sehe Sie dann morgen. Können Sie... Daniel, warum stehst du denn mitten auf dem Gang rum? Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Also irgendwann sollte man auch noch den Leuten beim Laufen das Telefonieren verbieten. Ich telefoniere nicht, ich lese eine SMS. Ja, und? Von Jesse. Und? Ja, sie hat geschrieben, dass sie sich entschieden hat und dass sie sich mit mir treffen will. Entschieden wozu? Na, jetzt raus mit der Sprache. Ich habe ihr gestern gesagt, dass ich mich entschieden habe, das Baby mit ihr gemeinsam großzuziehen. Das freut mich. Wirklich. Ja, aber nur unter einer Bedingung, dass Hagen niemals erfährt, dass er der leibliche Vater ist. Ist es dein Ernst? Du willst Jesse zwingen, Hagen und ihr Kind ihr Leben lang anzulegen? Mann, bei dir und Timo war es doch genauso. Und der Ärger hat erst angefangen, als er die Wahrheit rausbekommen hat. Ja, das stimmt. Aber gerade weil ich Timo liebe wie meinen eigenen Sohn, hätte ich ihn niemals anlügen dürfen. Wir hätten ihm von Anfang an die Wahrheit sagen sollen, wären trotzdem eine glückliche Familie gewesen. Das weißt du aber nicht. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie sehr ich es bereue, ihn angelogen zu haben. Mann, Timos Vater war tot. Du brauchtest also keine Angst haben, dass dir irgendjemand das Kind wegnimmt. Das stimmt. Aber ich hatte trotzdem Angst. Angst, dass er mich nicht als Vater akzeptiert. Dass wir als Familie nicht stark genug sind, aber das war feige. Und hätte am Ende fast alles zerstört. Mann, ich will Jessica doch nicht verlieren. Darf ich dich fragen, warum du sie dann vor diese dumme Entscheidung stellst? Ich habe mich entschieden, das Baby als Vater großzuziehen. Und dann will ich auch der einzige Vater sein. Keine Lust, dass Hagen irgendwann bei uns auf der Matte steht und mir das Kind wegnimmt. Das verstehe ich. Aber du willst doch, dass dein Kind dir vertraut. Und wie soll das gehen, wenn eure Beziehung auf einer Lüge aufgebaut ist? Mann, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, okay? Aber es geht nun mal nicht anders. Okay. Wie auch immer ihr euch entscheidet, ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung ist. Und ich wünsche euch viel Glück.